Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Schritt zurück. In der letzten Folge haben wir so was ein oder andere Secret gefunden, in dem wir irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches Portal gekommen sind. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie wir da überhaupt zurückkommen, aber wir sind da gewesen und jetzt müssen wir die Level noch machen. Verdammt! Ja, ich hätte die vielleicht auch noch offscreen machen können. Fällt mir gerade so ein, aber was soll's. Dürfte ja schnell gehen, wir wissen ja jetzt, wie die Level aussieht. Jetzt müssen wir ja einfach nur... Hä? Okay. Stimmt, wir sind da rausgegangen. Okay. Keine Ahnung, aber irgendwie so ein Bär als Gesicht. Deswegen habe ich gedacht, das wäre doch diese Bär-Level. Aber anscheinend nicht. So, ich habe gesehen, da ist nur so ein so unsichtbare Dinger waren da. Ey. Deswegen glaube ich einfach mal, dass wir irgendwann mal zurück müssen. Warum kann ich den nicht? Was hat der Hintergrund? Was? Boah, die Echsen, die konnte ich schon im ersten Teil nicht leiden. Warum zum Verfahren haben die wiedergebracht? Ich habe sie nicht gemocht, also musst du die doch rausnehmen. Was zum Teufel? Bisher. Was hat da im Hintergrund? Was? Da im Hintergrund sieht doch aus, als ob man da hin konnte. Da ist irgendjemand, der was wirft oder so. Da komme ich da irgendwie hin. Ja, ich glaube, da komme ich so hin, ne? Also wieder so ein Ding, ey. Warum sind hier so viele von diesen Dingern? Da ist ein Checkpoint, verdammter Dreck. Frage ist, kann ich irgendwie zurück? Ich muss da hinten dann wieder ganz zurückgehen, um irgendwie das Secret dazu bekommen. Verdammt. Wow, 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 wow. Geh weg. So, muss ich da jetzt wieder zurück? Ich hätte vielleicht erst das Ding aktivieren sollen und dann zurückgehen sollen. Frage, jetzt habe ich Bock, den ganzen Weg zurückzugehen. Schaffe ich jetzt, den ganzen Weg zurückzugehen? Lass mal versuchen. Das war ganz am Anfang, glaube ich. So. Leck mich. Spuck am Feuer, kann das sein? Was? Hey! Ich bin den ganzen Weg hier zurückgelaufen, hallo? Wie? Wieder ist auch so ein Ding. Ja, gut, dann gehen wir weiter. Ich dachte, ich habe wieder was entdeckt, wie beim letzten Part. Na gut, dann gehen wir weiter einfach. Da ist ein Edelstein, hab ich gesehen. Komm ich nein. Ich glaube, einfach nur nach rechts springen, nach links springen, wird's nicht bringen, oder? Ja. Oh Mann. Ich hab Mäuse oder Ratten, was weiß ich. Ist halt das Gleiche. Ja, ich bin Rassist gegenüber Tieren. Man sieht die Level im Hintergrund voll modern. Was? So.
voll modern. Jetzt sind noch viele Äpfel. Bumba-Früchte rausgekommen. Und zack. Oh, 42 Leben. Die irgendwann mal auf 0 reduziert werden. Ich hoffe nicht. Ich bete nicht. Was? Ach, das war doch nur ein... Weiß ich nicht. Ich bezweifle, dass mich das so getroffen hat. Und das ist zu früh, habe ich gedacht. Ja. Es war zu früh. Da habe ich mich aber auch schon getroffen gesehen. Okay. Ich habe schon gedacht, da war da irgendwas. Wie ein Affe. Was zum... Wie soll ich denn da hinkommen? Ich verstehe das nicht. Ich will ein Kristall überhaupt? Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß so vieles nicht, verdammt. Da waren sogar zwei, ja, ist gut zu wissen. Ich weiß nicht, wie ich auch nur einen von denen schaffen konnte. Unbearable. Hier ist eine Bärle, oder? 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 Oh, ich glaube aber nicht der Bär, den ich erwarte. Oh Gott! Oh Gott! Natürlich kommen die Dinger wieder zum Verhängnis. Oh Mann. So, geht mir aus dem Weg. Ich schneide einen Crash. Ja, das geht einfach dadurch, das Teil. Wie wir alle wissen, sind natürlich Bären hier überhaupt nicht anfällig gegenüber Elektrizität. Das ist doch Grundwissen. Hahaha. Okay. Nein. Ich muss wieder so eine Kackkiste kaputt machen. Oh. Nein. Ich meine ja. Was zum Teufel? Nein, Mann. Ich meine. Nein. Wie zum Teufel habe ich das überlebt? Geh mir aus dem Weg. Das war so cool. Sehr schön. Oh, das war awesome. Ich mach schon wieder awesome Zeug. Sehr gut. Ah, sehr schön. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich möchte nur, dass ihr es wisst. Also ich kann alle Dinger hier mal. Ja, okay. Ich dachte, da wäre noch was. Also ich habe alle Edelsteine und sowas. Das erste wäre schon mal gut. Boah, da ist schon mal ein Leben, das auf mich zuwinkt. Der zweite kommt per Wumpafrucht. Aha, das war eine Bonus-Level, okay. Zack! Oh Gott. Na, willst du, dass ich dich wieder so outplaye? Ich bin aus dem Weg. Ich bin MVP, verdammt. Nein. Ja, lass du so, du bist auch jetzt gerüstet. Idiot. What? Oh,
Aus dem Weg! Aus dem Weg! Ihr könnt sterben, ich nicht. Okay, ich schon, ich habe 40 Leben, aber ist schon, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Verdammter Trick. Hör auf damit. Spiel. Crash. Was weiß ich. Bär. Irgendwie ist der Bär daran schuld. Ich weiß es. Nicht rum. Auf dem Weg. Web. Web. Miep. Jawohl, endlich. Oder habe ich was gehört? Joink, joink, joink. War eine geile Kombination, ey. Nein. Wie war die für mich auf Polar? Wap, wap, geh weg. Ja, jetzt wird es einfach nur extrem. Ich hab das Gefühl. Wie das Spiel einfach nicht zulässt, dass dem irgendwas passiert, ne? Ach, mit Kreis kannst du rennen. Sag das doch. Durchgerannt, ey. Ich glaube, da bringt es nicht so. Wow, Gott! Geht's dir gut? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist tot, also Polar. Ah, er war ein guter Soldat. Nein! Wo hab ich die denn vergessen? Oh Mann. So. Dann auf zum dritten Boss, würde ich sagen. Unbearable. Ach hey, die andere hieß Beard. Ich würde sagen, hieß nicht eine schon so? Crash! Du hast ja mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir hast. Oh, okay. Machen wir weiter. Joink. Wer wartet denn jetzt auf uns? Ich weiß es zwar schon, aber ich möchte die Überraschung nicht übernehmen. Und es ist der Kollege hier. Tiny Tiger. Die Ironie, ne? Alter, Leute. Deine Muskeln haben irgendwie versperrt, wo ich hin sollte. Ich bin mir hinterher. Was für ein Idiot. Kann ich da einspielen eigentlich? Wie kommst du da hoch? Aber der ist so langsam, ne? Verstehen wir nicht, wie man gegen den verlieren kann. Das war doof. Ja, den kommt er wieder hoch, hallo? Guck dich an, ne? Langsam, als wären wir auf dem Mond irgendwie. Boah, der war knapp. Das Gesicht von dem. Oh Gott. Das ist aber der erste Boss, in dem ich mal verreckt bin, ne? Kann das sein? Schon noch mehr. Na komm. Mal tun wir mal ein paar andere hier. Eigentlich ist das nur dämliches Rumspringen. Wow, Hilfe. So, komm her. Ich hab keine Angst vor dir, nur weil du größer, stärker und gefährlicher bist als ich. Oh Gott.
Ah, gewonnen. Und da stürzt er voll ab, voll brutal. Ding! Egal, wir haben gewonnen. Oh, kolossal. Crash-tastisch, meine ich natürlich. So, jetzt sind wir hier in Rob Room Nummer 4. Und ich dachte, Cortex kontaktiert uns, aber anscheinend nicht. Okay, speichern wir mal. Wir haben schon wieder viel erreicht. Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch weiter aufnehmen oder nicht? Hey, 42% und da ist Tiny. Sieht so unser Ding jetzt aus, unser Budget, sag ich mal. Wir haben noch keinen einzigen farbigen Kristall gefunden. Und ja, 42 brauchen wir und wir haben erst 11 und 15 Kristall haben wir. Na gut. Da wir unsere Kristall- und Edelsteinsuche weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play. Crash Bandicoot 2, Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.